Ich wurde neulich mal gefragt, wie ich es schaffe, motiviert zu bleiben, wenn ich Aufgaben zu erledigen habe, die mir keinen Spaß machen. Und die Antwort darauf, die ist relativ simpel. Ich nutze dafür NLP. Ich verrate dir heute den wohl einfachsten Trick und meinen Leitsatz, mit dem ich mir dauerhaft Motivation verschaffe, immer positiv drauf bin und selbst unliebsame Aufgaben schnell und mit Spaß erledige. Nehmen wir doch mal an, du sollst zum Beispiel auf eine Klausur lernen. Ja, du schiebst das Thema so lange vor dir her und lernst erst in der Nacht vor der Prüfung, weil du spätestens dann lernen musst, wenn du keine schlechte Note willst. Oder als Beispiel im Beruf, du sollst Akquise-Telefonate führen und Termine vereinbaren, hast irgendwie keine Muse, keine Lust. Du schiebst es auch vor dir her, bis dein schlechtes Gewissen dich in Form von einem Anruf von deinem Chef beispielsweise bei dir meldet. Und auch hier musst du jetzt handeln, sonst fliegst du irgendwann raus. Und der Unterschied ist aber, dass du dann nicht mehr selbstbestimmt bist, sondern es äußere Umstände von dir verlangen. Was du ursprünglich mal machen wolltest, das wird jetzt zum Muss und damit auch meistens zur Qual. Und die Psychologie nennt das Erregungsaufschieber. Menschen, die erst handeln, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt und der Druck so groß wird, dass man gar nicht anders kann. Und der ein oder andere, der wird jetzt vielleicht sagen, weißt du, Uwe, Diamanten, die entstehen ja auch unter Druck. Das ist zwar richtig, aber jedes Juwel, das zerbricht unter zu viel Druck und übrig bleibt dann nur noch ein Scherbenhaufen. Und du bist mit dem Problem aber nicht allein. Mir ging das früher genauso. Wenn man in die Politik schaut, sieht man ja auch immer wieder Beispiele, wo das genauso ist. Rohstoffabhängigkeit zu anderen Ländern oder Ausbau vom schnellen Internet oder alternative Methoden zur Stromerzeugung. Ja, jahrelang haben die gepennt. Und jetzt ist man in der Situation, in der man handeln muss, weil es keinen anderen Weg mehr gibt. Das bedeutet Stress und auch, dass man Dinge akzeptieren muss, die man eigentlich ja früher gar nicht akzeptiert hätte, die man eigentlich gar nicht will. Wenn du also ein selbstbestimmtes Leben führen willst, dann merk dir gerne meinen Leitsatz, nach dem ich auch schon seit Jahren lebe. Er lautet: Mach die Dinge, solange du willst und nicht erst, wenn du musst. Doch was bedeutet dieser Satz konkret? Ich hatte dir ja gesagt, dass ich für meine Motivation NLP benutze, ja? Neurolinguistisches Programmieren also. Und um mich zu motivieren, ersetze ich das Wort muss durch ein einfaches will. Und zwar grundsätzlich muss gibt es in meinem Vokabular nicht mehr. Klingt jetzt erstmal einfach, aber jetzt wird's spannend. Denn was passiert, wenn wir müssen durch wollen ersetzen in unserem Kopf und auch unserem Körper? Wir Menschen prüfen zu jeder Zeit, ob eine Sache gut oder eine Situation gut oder ob die schlecht für uns ist. Wir reagieren dann entsprechend drauf, ist das, was gerade passiert, gut für mich oder ist das, was passiert, gerade schlecht für mich. Wenn du dir also sagst, Mist, ich muss noch dieses oder jenes tun, empfindest du das als negativ und dein Körper schüttet Stresshormone aus. Wenn du aber sagst, ich will heute noch dieses und jenes tun, dann bejahst du es und gibst deinem Körper das Signal, dass es gut für dich ist. Dein Unterbewusstsein und dein Gehirn hilft dir dann bei der Lösungsfindung, schüttet Glückshormone aus, du fühlst dich gut und wenn du deine Aufgabe erledigt hast, dann geht's ab ins Belohnungszentrum und du bist stolz drauf und auch erleichtert, weil du wieder was geschafft hast. Dein Körper merkt sich das Gefühl und wenn du konsequent weitermachst, die Dinge grundsätzlich zu bejahen, sie zu wollen, anstatt sie zu müssen, dann besiegst du Aufschieberitis, wirst zum Macher. Ich will lernen, ich will Termine machen, ich will erfolgreich werden. Also ab heute tausche einfach ich muss in ich will um und dann ändert sich absolut alles.